denke, in so einem Derby entscheiden die Emotionen. Und das waren im Spiel im letzten Jahr in Bruchköbel, denke ich, waren die Emotionen ganz klar auf Bruchköbler Seite. Aber das wollen wir dieses Jahr besser machen. Ich denke auch diesmal, obwohl wir jetzt, sage ich mal, eine kleine Durchstrecke haben, beziehungsweise, was heißt klein, 5, 6 Spiele verloren, wir sind ganz unten drin. Wenn die Hütte brennt am Freitag, dann denke ich, können wir auch dieses Jahr eine kleine Überraschung vielleicht schaffen. Ja gut, wir hatten ja jetzt die Spiele gegen Niederroden und Gelnhausen, aber die Brisanz im Spiel gegen Bruchköbel ist immer noch mal eine ganz andere. Man merkt das im ganzen Verein. Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr kampfbetontes Spiel, ein enges Spiel. Auf dem Papier sind die Hanauer klar die bessere Mannschaft. Wir haben viele Verletzte. Aber ja, ein kleiner Befreiungsschlag wird uns auf jeden Fall gut tun am Freitag und auch der Mannschaft im Umfeld und auch den Fans. Ja, der Yannick Wolwood ist mein Mitbewohner seit, ich glaube, circa einem Jahr. Und ja, letztes Jahr hat er noch mit mir hier zusammengespielt. Jetzt ist er nach Hanau gewechselt und ja, wir laufen uns eigentlich jeden Tag über die Füße und reden über Handball. Deshalb ist das eigentlich eine ganz lustige Situation am Freitag. Ja, Basti kam auf die Idee, dass der Verlierer im Derby die Wohnung sein eigen nennen darf für eine bestimmte Zeit. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es waren 2 Wochen. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Basti dann im Vorbau schlafen muss oder auf dem Balkon. Schicke ich euch gerne ein paar Bilder zu.